Der Kerl hat nur noch ein Ohr. Vermutlich wurde ihm das andere von einem Gegner abgerissen. Nicht weit von der Herde entfernt liegt ein totes Flusspferd am Ufer. Für die Krokodile ist das verendete Tier ein willkommenes Fressen. Steve geht an Land, um die Reptilien bei ihrer Mahlzeit zu beobachten. Ich habe gehofft, dass wir sowas entdecken. Rund um den Kadaver sieht man eine Menge Spuren. Die Panzerechsen haben sich alle verdrückt, als sie mich bemerkt haben. Ich pirsche mich näher ran und lege mich im Gras auf die Lauer. Das ist die ideale Stelle. Ich muss nicht lange warten. Schon bald kehren die Krokodile zurück. Einen solchen Leckerbissen können sie sich einfach nicht entgehen lassen. Yes! Zunächst sind die Tiere sehr vorsichtig und halten noch einige Meter von dem toten Flusspferd Abstand. Unglaublich. Eine große Zahl stattlicher Krokodile hat sich im flachen Uferbereich versammelt. Viele von ihnen sind über 3 Meter lang. Es sind 20 bis 30 Tiere. Eine der Panzerechsen macht den Anfang. Sobald sie sich dem Kadaver genähert hat, erwacht bei den anderen der Futterneid. Nun setzen auch sie sich in Bewegung. Gemeinsam machen sie sich über das riesige Tier her und reißen einzelne Stücke heraus. Da sie nicht kauen können, schlingen sie alles auf einmal hinunter. Vermutlich fressen die Burschen schon seit einigen Tagen von dem Flusspferd. Zuerst vertilgen die Krokodile die Eingeweide. Später, wenn der Verwesungsprozess schon fortgeschritten ist, fressen sie auch das aufgeweichte Muskelfleisch. Angelockt vom stechenden Kadavergeruch finden sich immer mehr Reptilien am Ufer ein. Beim Fressen gibt es eine klare Rangordnung. Die kleineren Tiere lassen den großen den Vortritt und warten in sicherer Entfernung geduldig, bis sie an der Reihe sind. Wenn sie satt sind, ziehen sie sich ins Wasser zurück und schwimmen zu einem schönen Plätzchen, an dem sie sich ausruhen können. Das tun sie zu jeder Tageszeit. Wie alle Reptilien sind auch Krokodile wechselwarme Tiere. Um ihre Nahrung verwerten zu können, müssen sie ihren Körper in der Sonne aufwärmen und so den Stoffwechsel anregen. Dieser Kerl hat eine besonders große Portion verdrückt. Mühsam schleppt er sich mit seinem vollen Bauch ans Ufer. Er wird hier so lange liegen bleiben, bis er sein opulentes Mahl verdaut hat. Die Stelle scheint beliebt zu sein. Auch andere Echsen nehmen hier ein Sonnenbad. Nach Anbruch der Dunkelheit unternimmt Steve eine Erkundungstour entlang des Ufers. Nachts, wenn die Temperaturen sinken, werden viele Tiere erst aktiv. Die Flusspferde gehen nun an Land, um zu fressen. Sie weiden zwar auch Wasserpflanzen und Schilf ab, aber sie bevorzugen Gras, das sie mit ihren verhornten Lippen abbeißen. Auch die Krokodile schlafen nicht. Einige von ihnen liegen zwar noch reglos am Flussufer, doch aufmerksam verfolgen sie, was in ihrer Nähe passiert. Did you see that? Habt ihr das gesehen? Das große Weibchen hat seinen weit aufgerissenen Rachen extra in den Abendwind gehalten. Da Krokodile keine Schweißdrüsen haben, wie wir Menschen, lassen sie Wasser in ihren Mundschleimhäuten verdunsten, um ihren Körper abzukühlen. Diese beiden liegen sich direkt gegenüber. Sie sind etwa gleich groß. Ich schätze, ihre Länge beträgt 3 Meter. Here he comes.